Okay, Leute, weiter geht's bei Let's Play Glaze. Die letzten Level würde ich schon fast sagen. Ja, Level 1, 2, 3 plus Bossgegner. Wir stehen uns jetzt vor, was wir jetzt auch heute zu Ende bringen werden. Es wird jetzt einfach Zeit, das Spiel zu Ende. Mit den ganzen Perlen und den ganzen Bohnen und allem drum und dran, was dazu gehört. Das Spiel wird eh schon schwer genug. Also, was soll's. Haben wir 2 Perlen, 3 geballte Perlen haben wir jetzt. Das ist auch alles echt genial jetzt so. Denn dann können wir jetzt auch super... Oh Gott, nein. Es funktioniert schon wieder nicht. Ich muss da wieder mit Anlauf gegenrennen. Es gibt gar keine andere Lösung dafür. Also, zack, 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 zack. Perfekt, hat geklappt. Und wow, da komme ich auch irgendwie noch hin. Diese Minen, ich finde die eigentlich ganz okay. Drehen nur ein bisschen so durch wie die Ziegen. Vielleicht sind das ja Roboter ziehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Gegner gehen eigentlich. Ich habe eher Angst nachher vor was anderem, was nachher noch auf mich zukommen wird. Weil ich weiß, das wird doch alles ganz, ganz schrecklich werden. Aber gut, das wird sich ja nachher noch wieder alles zeigen. Erstmal müssen wir hier hoch. Zack. Dieser dreidimensionale Effekt hier ist ganz witzig. Wow, was ist das denn? Möbidi? Also Möbidi. Achso, Möbidi bringt uns wieder nach oben. Falls wir mal müssen. Wow, die haben ja echt interessante Sachen entwickelt in diesem Labor. Extra für mich oder was? Genial. Tö. Finde ich ja super von denen. Dass die extra für mich so eine Technik hier lassen. Aber gut. Wo ist denn? Wo ist denn? Ah, okay. Es funktioniert, es klappt. Zack, zack. Und irgendwie muss ich da hochkommen. Genial. Yeah. Okay. Ich komme da nicht hoch. Doch, jetzt. Naja, der hier. Okay. Hier ist es noch die Erde. Nachher wird es was anderes sein. Aber das wird sich ja noch zeigen in diesem bekloppten Spiel mit den ganzen Scheißminen hier. Oh Gott, ich krieg bald ein zu viel. Wo ist denn hier? Ne, wo ist hier? Da ist es. Zack. Oh Gott, ich schieße viel zu weit nach oben. Ich überschieße über mein Ziel rüber. Und über so diese Britzeldinger. Über diese Minen nur. Als wenn die nichts besser tun, als über diese Minen in ihr Labor zu bauen. Wo haben sie oft so ein riesiges Labor, wo sie gar nichts hinstellen? Das war wieder völlig überflüssig. Ja, egal. Ich glaube, man stellt sich hier schon wieder viel zu viele Fragen. Zack, zack. Es hat geklappt. Boah Gott, ich springe schon wieder zurück. Viel zu viel Springpower, alles dreht durch. Erwähnen, egal. Okay. Wo ist denn jetzt, wo ist denn was? Wo ist denn hier, ne? Wo ist hier jetzt unsere Roboterfamilie, wollte ich schon fast sagen. Wo sind hier unsere 2 Roboterwissenschaftler? Oh Gott, was ist das denn jetzt? Komische Schwabbeldinger. Habe das Gefühl, als könnte man die nicht angreifen. Doch, es geht. Ja, dann muss da... Anscheinend darf man nicht zu nah rangehen. Okay, das geht. Das geht, wenn man sie richtig ausschaltet. Dann sind auch die tötbar, würde ich jetzt schon fast sagen. Zack. Oh Gott. Und hier lang und hier lang. Oh Gott. Nein, nein, nein. Und weiter irgendwie umgebracht. Ja. Wow. Was war das? Aber ich komme ja auch so hoch. Es funktioniert alles, wenn man will. Es ist, oh Gott, ich dachte, es ist eines so diese riesigen Laternen, aber es gibt hier nur einen kleinen. Ach, nee. Lass mich jetzt ungern von dir nerven. Das ist mir jetzt auch egal. Ich glaube, ich schaffe das nämlich doch nicht. Ich habe mir an die Festung vorgenommen, das schon dieses andere Ding jetzt dazu bekommen, damit ich ihn euch nochmal zeigen kann. Ich glaube, das wird von den Juwelen nicht mehr reichen. Also, das wird sich ja noch zeigen. Vielleicht habe ich mich ja geirrt. Oh Gott, nein, geh weg! Oh Gott. Oh Gott. Oh, über diese Blitze. Komm her. Komm her, Mann. Ja. Ich habe sie getroffen. Oh Gott, nein. Hier, stirb. So, gut. Aber gut. Zack. Oh. Ja, ich habe mein super Bodenschild hier. Bam. Okay. Hier komme ich irgendwie hoch. Das schaffe ich. Ja. Hat funktioniert. Oh Gott. Nein. Okay. Es geht alles. Oh, ich muss mich jetzt auch nochmal irgendwie verteidigen hier, ne? Also ich bin ja auch noch nicht so lange wach hier. Aber trotzdem möchte ich jetzt gleich gerne zu Ende bringen. Damit ich es euch heute noch zeigen kann. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das geht gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist dramatisch. Oh Gott, ich schwebe da auf der Kante. So. Boom. Meringue. Oh, den habe ich tot gemacht auf meine ungefähre Taktik wieder. Wenn sich diese Perlen dahinter hacken. Oh, Ziege dreht durch. Don't. Nein. Nicht durchdrehen. Oh Gott. Diese Blitze sind ja auch immer. Nee, ich verschwinde jetzt erstmal kurz.
Ich verschwinde jetzt erstmal kurz und bleibe hier kurz stehen. Okay, weiter geht's. Frag mich auch allgemein, warum dieses Spiel relativ nicht bekannt, also relativ unbekannt ist, würde ich jetzt mal fast sagen. Weil es ist doch, für sich doch schon ein ziemlich gutes Spiel. So, tot bist du. Nur irgendwie ist es total schwer zu finden und da ist eine Laser-Kanone, die versucht mich umzubringen. Wollte ich nochmal sagen. Okay, ich werde sie versuchen umzubringen. Ein bisschen Training kann ich schaden. Ach Gott, ich komme da nicht ran. Ach gut, vergessen wir es. Ich kann diese Kanone jetzt endlich gebrauchen. Und wir haben das erste Level geschafft. Dann machen wir auch gleich weiter. Weil wir haben ja gar keine Zeit zu verlieren hier. Düd. Ich hätte jetzt auch Düd gesagt. Ey, was hat er ausgeblendet? Und da kommt auch schon Stage 2 in unserer Lab Zone. Oh Gott. Stirb, stirb. Yeah. Okay, drei Schläge. Drei Schläge, sagen wir. Und auch immer dreimal treffen, sagen wir jetzt einfach. Müssen wir sie. Damit wir sie endgültig besiegen. Ich glaube, vielleicht bilde ich mir das doch nur ein und es sind mehr. Wo sind meine Perlen denn da? Perlen habe ich schon. Ich meine, wo? Wo ist. Da, okay. Ich wollte schon gerade sagen, wie kommt er denn da ran? Aber da war dann auch schon der Eingang gewesen. Hilfe! Wo? Da habe ich schon wieder Juwelen verpasst. Ah! Ich schaffe das eh nicht mehr rechtzeitig. Dafür müsste ich mein Spiel echt. Ich weiß nicht, was die Leute von einem erwarten, dass man das Spiel echt so oft durchspielt. Na, aber naja. Ich dachte, die kriegen viel schneller. Och, nein, nein, nein. Ich sterbe wegen diesem Viecher. Ja, oder so ähnlich. Oh, getroffen, getroffen. Nochmal. Geht dich tot. Ja, gestorben. Sehr gut. Oh, das war knapp gewesen. Das war sehr knapp gewesen. Und noch mehr. Und da sind diese Blitzdinger. Überhaupt nicht nervig oder so. Nein. Sie sind einfach nur da. Und stören ein. Und zack. Und tot. Juwelen für mich. Und eine Perle kriegt wieder gratis dazu. Moin, was geht? Ja. Okay. Moin. Bäh. Und tot. Und Juwelen. Gibt es auch noch. Wow. 1300 sind es gleich. Nein, nicht umbringen. Das ist unfair. Ich finde umbringen nicht sehr nett. Oh Gott. Dieses Spiel wird doch mit der Zeit jetzt ziemlich schwer. Muss ich einfach mal gestehen, was es mir sehr schwer macht, hier ein gutes Kommentar abzugeben. Aber man muss ja sagen, es ist geht. Stirb halt. Stirb halt. Oh Gott, ich hab's geschafft. Irgendwie ist das Viech gestorben. Und diese verrückten Sensormiete wieder hinter mir. Und Minen und. Oh Gott, hier geht man ja wie alles. Und das gehört mir. Wow. Und die Mine da dreht wieder völlig durch. Also ich finde, ganz ehrlich, ich finde das Level finde ich hier einfacher. Ach was. Als hier das andere, das Post-Mountains Level. Das hier finde ich in der hier dementsprechend ist relativ leicht. Oh, ich kann ja einfach nur durch. Die Bekloppter. Aber das ist. Das also die Taktik geht auch auf. Wieso habe ich das eigentlich schon vorher gemacht? Ja, ich wollte ja auch vor, echt alle Juwelen zu haben und so, aber. Das macht einfach keinen Sinn, ich glaube, ich schaffe es in der Zeit. Vielleicht schaffe ich es noch zum Endkampf, dass ich es da nochmal benutzen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch, weil damit sich schneller regeneriert. Soweit ich mich recht erinnere, ja genau, man regeneriert sich schneller. Das ist sehr gut in diesem Kampf, weil das werden wir das öfter mal machen müssen. Nein! Oh Gott! Stirb! Nein, 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 nein! Stirb! Dankeschön! Wow! Da kommt viel auf mich zugeflogen, kurze Pause.